Stehe natürlich hier unter einem gewissen Druck, gleich als erster den Tag eröffnen zu müssen mit einem Text, der ein bisschen zu lang geraten ist, weshalb ich also während meines Vortrags ein bisschen improvisieren werde zwischen Text, den ich vor mir liegen habe, und den Folien, die ich vorbereitet habe, und einiges auch versuche, einiges dabei überspringen werde. Es gibt also aus dem Abstract hat man ja schon eine gewisse Erwartungshaltung. Die gründet auch darin, dass ich selbst in den letzten 10, 15 Jahren mich auch im Rahmen von zwei FEF-Projekten mit den 20er Jahren befasst habe und diesen etwas kühnen, vor allem was das Zeitbudget betroffen hat, Versuch gestartet habe, diese Epoche irgendwie neu zu konfigurieren, auf der Basis einer Relektüre von sehr vielen Texten und jetzt nicht nur Primärtexten, sondern einer Rekonstruktion, also des Feldes, in dem Literatur und in dem Kunst und Kultur überhaupt entsteht und diskutiert wird. Ja, anknüpfend an die These aus meinem Abstract, wonach die neue Sachlichkeit ein Phänomen der Weimarer Republik ist oder sei, wie Sabina Becker, eine der Kennerinnen dieser Epoche, festhält in ihrem ersten Band der zweibändigen Dokumentation Neue Sachlichkeit, schon 2000 erschienen, möchte ich zwei Überlegungen anschließen. Zum einen, aber das ist hier ohne dies fast mehr als bekannt, dass lange Zeit jeweils innovativ und experimentell sich verstehende Kunst- und Literaturströmungen quasi fraglos der Weimarer Republik als epochenkennzeichnende Phänomene zugeordnet wurden. Das kann man natürlich immer wieder diskutieren und speziell in diesem Fall, also der neuen Sachlichkeit, wenn man bedenkt, dass auch Becker selbst als eine der Voraussetzungen der Ausbildung sachlich-literarischer Darstellungsverfahren gerade die Impulswirkung von Adolf Loos mit seinem Ornamentaufsatz auf Alfred Döblin bereits vor 1914, also etwa im Umfeld der Entstehung seines programmatischen Essays Berliner Programm, herausgestrichen hat, in eben dieser auch Einleitung. Immerhin hat also dieser Essay von Döblin Momente aufgegriffen oder thematisiert, die später dann auch in der Debatte über die neue Sachlichkeit immer wieder ins Spiel gekommen sind. Etwa die Zertrümmerung einer autorzentrierten Perspektive zugunsten polyperspektivischer Berichts- und Montagetechniken. Also nicht immer ist nur diese Reporter- und Reportage- und Berichtsebene im Blickfeld gewesen mit dem Objektivitätspostulat, das Egon Kisch also im Vorwort seines Bandes Der rasende Reporter formuliert hat, sondern auch das Moment von Berichts- und Montagetechniken. Zum anderen möchte ich im Folgenden die These entwickeln, dass die neue Sachlichkeit ein wenig abweichend von literaturgeschichtlichen Darstellungen, und zwar gerade in Österreich, meines Erachtens auch ein transnationales und ein transmediales Phänomen gewesen war. Ein wenig eingeklemmt zwischen der Mächtigkeit der Nachwirkungen der späten Wiener Moderne auf der einen Seite und der heraufziehenden provinziellen Heimatkunstbewegung dann Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Es verwundert daher ein wenig, dass die neue Sachlichkeit in Darstellungen und Ansätzen zu einer österreichischen Literaturgeschichtsschreibung seit Achberger bis in die neueste Zeit fast keinen Stellenwert besitzt. Abgesehen etwa bei Schmidt-Engler von der Konstellation eben Brunngraber und Neurath, die auch Zeiringer und Göllner in ihrer Darstellung aufgreifen und um einen knappen Hinweis auf
auf Hermann Brocks Die unbekannte Größe noch ergänzen. Also die neue Sachlichkeit in Österreich, wenn man die Literaturgeschichten oder auch speziellere Studien zu den 20er Jahren anschaut, wird hier auf dieses doch, wie ich meine, relativ schmale Feld begrenzt. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass natürlich mit der Wiederentdeckung von Brunngraber nach 45 oder in den 80er Jahren für die Literaturwissenschaft und für die Germanistik auch parallel quasi die Wiederentdeckung der oder ein Brückenschlag hin zu den Positionen des Wiener Kreises erfolgt ist. Allerdings auch, glaube ich, da niemanden widersprechen zu müssen von den Experten im Raum aus einer postexilischen Perspektive heraus. Also nicht aus einer Perspektive, dass hier die österreichische Wissenschaftslandschaft nach 45 oder in den 50er Jahren von sich aus diese Konstellation, dass es hier sowohl in der Literatur als auch in der Wissenschaftstheorie mögliche Konvergenzen aus der vorexilischen Periode gegeben hat. Diesen Brückenschlag möchte ich hier in meinen Ausführungen sozusagen noch eine andere Seite oder einen anderen Aspekt zur Seite stellen, nämlich den Versuch, auf die Anfänge der neusachlichen Debatte zu blicken, die ja auch für Brunngraber nicht sozusagen 1932 aus dem Nichts irgendwie entstanden sein dürfte. Also ich würde hier vorschlagen, das Terrain zwischen der Rezeption der Thesen von Adolf Loos und der Integration der Statistik in eine Romankonzeption der Brunngraber kursorisch und fallbeispielartig ein wenig abzuschreiten. Also nachzufragen, wann fängt denn überhaupt in der Debatte über neue oder über interessante, der Zeit irgendwie konvergierende Ansätze überhaupt an, die Kategorie der Sachlichkeit schon vor der neuen Sachlichkeit als Bewegung eine Rolle zu spielen. Da überspringe ich jetzt ein wenig und öffne also auch diese Folie, auf der ich gewissermaßen ein paar meiner Thesen hier präsentiere. Also die Gegenthese würde lauten, es hat sich seit den frühen 20er Jahren bereits also eine durchaus eigenwillige österreichische Neusachlichkeitskonfigurierung entwickelt. Eine Konfigurierung, die gewissermaßen auf, also einsetzt, parallel sowohl im Kunstbetrieb, aber auch im Kontext von Theateraufführungen. Ich werde mich jetzt vor allem auf diese Theateraufführungen ein wenig fokussieren in den nächsten 5-6 Minuten. Als ich mich im Zuge der Projektarbeit der letzten Jahre mit kontrovers diskutierten Theaterstücken der Ersten Republik befasste, stieß ich für das Jahr 1922 auf den in Wien, oder auch in Wien viel gespielten Tiroler Dramatiker Karl Schönherr, der neben dem Weibsteufel eher dank einzelner patriotischer Stücke wie Glaube und Heimat, also schon programmatisch in den Titelgebungen, literaturgeschichtlich einige, wie ich meine, schwache Spuren hinterlassen hat. Von ihm kam allerdings im Dezember 1922 am Deutschen Volkstheater das Stück Es zur Aufführung, das sich als eine Vorwegnahme neusachlicher Dramatik, so es eine solche überhaupt gegeben hat, denn wir sind eher stärker in der Prosa der neuen Sachlichkeit, wir assoziieren eben das Prosa-Textfeld stärker mit ihr, darzustellen scheint. Das legen nicht nur Besprechungen nahe, welche den Terminus Sachlichkeit fast unisono abrufen, sondern schon der Text selbst.
Moritz Scheier, Kritiker des Neuen Wiener Tagblatts, aber auch Schriftsteller, lenkte als erster die Aufmerksamkeit auf die Grundstimmung des Stücks, die ihm förmlich als, Zitat, die einer kalten, auf das Allernotwendigste reduzierten Sachlichkeit entgegenwies. Zitat Ende. Es steht für ein ungeborenes Kind, das aufgrund der Diagnose des Vaters, eines Arztes und Anhänger der Eugenetik nicht geboren werden darf, weil er an sich, der Vater, den vererbten Tuberkulose-Bacillus entdeckt hat. In extrem knappen Dialogen des Arztes mit seiner Frau und prospektiven Mutter wird dies nur flüchtig in elliptischen Äußerungen angemerkt. Formelhaft werden hier Positionen quasi ausgetauscht oder wechselseitig an den Kopf geworfen. Das erinnert ein wenig an dieses Thesendrama von Oskar Kokoschka, Mörder, Hoffnung der Frauen aus dem Jahre 1908. Nie wirklich ausverhandelt, diese Position. Nicht als erwartungsfrohe Eltern, kann man sagen, tritt uns dieses Paar entgegen, sondern als quasi verstummende Feinde, die nicht mehr kommunizieren können, insbesondere nachdem der Arzt seine Gattin in Narkose versetzt hat und ihr das Ungeborene nimmt, wofür sie sich mit einer nachfolgenden Schwangerschaft rächt und dieser Mann, Arzt, in der Folge sich selbst auch durch die Einnahme einer Dosis von Gift aus dem Spiel nimmt. Auch Alfred Bolger hat dazu für das Prager Tagblatt ähnlich lautende Überlegungen verfasst. Nicht die ersten, Bolger-Spezialisten unter uns wissen das, in denen Aspekte neusachlicher Verfahren angesprochen werden. Ebenfalls 1922 schon, also vor der Besprechung dieses Stückes, hat er in einer Besprechung der Kriegserinnerungen von Kisch als Soldat im Prager Korps nicht nur, Zitat, die Sachlichkeit dieser Tagebuchblätter, Zitat Ende, herausgehoben, die Zeugnis einer besonderen, wörtlich steht es dort, Reporterpflicht ablegten, sondern auch deren Berichtscharakter, Zitat, erspart mit Schilderungen, gibt Berichte, Zitat Ende. Sachlichkeit, Reporterpflicht und Berichtscharakter, drei Schlüsselbegriffe, welche die 3-4 Jahre später einsetzende Neusachlichkeitsdebatten mit kennzeichnen sollten. Wenn Bolger einleitend zum Stück Es seine Fassungslosigkeit vor dem dramatischen Vorfall bekennt, so klingt zugleich ein Anflug von Bewunderung für dieses grenzwertige Konfliktszenario zwischen dogmatisierten Volkshygieneempfinden des Arztes und einem aufflackernden, wie es bei ihm heißt, Zitat, heiligen Egoismus der Mutterschaft durch. Und unter anderem für die von Schönherr eingesetzte minimalistische Sprache, die, auch das ist ein quasi ein paraphrasiertes Zitat aus dieser Besprechung, ein Maximum an Kälte generiere. Jeder durchschimmernde, unaufrichtige, überflüssige Rest an Sentiment gerinne zu einer, Zitat, ganz unverschmockten Sachlichkeit, Zitat Ende, in eine, die alles Menschliche erstickt. Es ist aber nicht nur eine dezidiert kalte Sachlichkeit, die Bolger an Schönherr konstatiert. Ohne es offen eingestehen zu wollen, zeigt sich der Feinspitz des Wiener Feuilletons von diesem Sprachduktus auch ein wenig affiziert. Und zeigt dies, indem er ihn selbst in seine eigene Besprechung hineinnimmt. Als berichtende, minimalistische Rede, quasi im Schönherr-Stil, die den Diskurs über Sachlichkeit entsprechend sachlich kalt markiert. Kurz nach dem Schönherr-Stück ortet auch Béla Balázs, der nicht nur Konzeptuelles zur Filmästhetik verfasst hat, sondern neben Bolger eine der zentralen Stimmen der Theaterkritik in der Zeitung Der Tag war, an einem eher dem ausklingenden Expressionismus zugeordneten Dramatiker wie Hans Kaltnecker anlässlich der Aufführung seines Bergwerksschauspiels ebenfalls Züge einer Sachlichkeit. Zitat daraus, das tragische Rohmaterial, das Kaltnecker in diesem Stück mit der ernsten Sachlichkeit eines anständigen Reports auf die Bühne wälzt, hat eine unwiderstehliche dramatische Wirkung. Zitat Ende.
Es ließen sich noch eine Reihe von weiteren Beispielen anführen, welche die Diskurspräsenz des Terminus Sachlichkeit im Feuilleton in der Theaterkritik und bald auch in der Musikszene ab 1922 untermauern. Man denke nur, also zum einen, wenn man das Anno anklickt und den Terminus jetzt nicht Sachlichkeit, das ist unübersehbar, aber neue Sachlichkeit eingibt, kommen 1550 Einträge vor, von denen natürlich auch viele sehr knappe sind, aber doch in Relation zu anderen Begrifflichkeiten, die man eingibt, eine bedeutende Größe aus. Darstellen. Hinweisen möchte ich noch auf diese Wiener Ausstellung über neue Theatertechnik, die zwischen September und Dezember 1924 gelaufen ist, wo nicht nur konstruktivistische, auch das wird eher selten mit der Ersten Republik assoziiert, sondern auch sachlich ornamentlose Bühnenraumkonzepte, etwa die Raumbühne von Friedrich Kiesler oder die Würfelbühne von Hans Fritz, beides Konzepte, die sich berührten und teilweise auch überlappten, vorgestellt und zum Teil auch experimentell bespielt wurden. Weitere Theaterstücke, die mit neusachlichen Diskursen in Verbindung gebracht wurden, waren Alfons Baquets Fahnen, dessen Berliner Volksbühnenaufführung Leo Lania für die Arbeiterzeitung besprach und dabei herausstrich, dass Baquet, Zitat, bewusst auf jede künstlerische Gestaltung verzichtet, sich darauf beschränkt, die nackten Tatsachen für sich sprechen zu lassen. Zitat Ende, AZ, 20.06.1924, fünf Monate bevor Kisch Reportageband erschienen ist. Obwohl Lanias programmatischer Essay Reportage als soziale Funktion erschienen in der literarischen Welt im Juli 1926 bei Kisch rasenden Reporter, seinem Vorwort und vor allem der Kisch nicht immer gerecht werdenden Rezeption des Objektivitätsbegriffs, wonach die Reportage keinen Standpunkt einzunehmen habe, das wird also ja quasi immer wieder fast als einziger Satz aus dem Vorwort von Kisch zitiert, verpflichtet ist, scheint in diesem auch die Wirkung Baquets sowie der einsetzende Erfolgslauf des epischen Theaters Brechts, etwa des Mahagoni-Stücks, das in Wien zwar verspätet zur Aufführung kam, aber auch noch im April 1932 als eindrucksvolle, wie Zitat, brutal direkte Antiromantik, so Max Graf wiederum im Tag, bejubelt wurde. Im Unterschied zur reduktiven Kisch-Rezeption auch in Epochendarstellungen hat Lanier jedoch keine Resonanz gefunden, vermutlich auch deshalb, weil er von Anfang an vom sterilen Objektivitätsbegriff zugunsten eines operativen abrückte, der Reporterinstanz mehr zugesteht als ein bloßes Zeigen, wie die Dinge sind, sondern die Erwartung formuliert, aufzuzeigen, Zitat, wie sie waren und was aus ihnen werden wird, Zitat Ende. Das heißt, für Lanier müsse der Reporter auch ein, Zitat, erbarmungsloser Chirurg sein, schneiden können, intervenieren und in der Folge sich von einer Kategorie wie der Distanzlosigkeit verabschieden können. Bei diesen drei Beispielen möchte ich es jetzt einmal kurz belassen, was also die Theaterszene angeht und kurz dann noch abschließend auf Lanier selbst und einen Text von ihm eingehen. Zunächst aber, da allein hier eine Folie, wie Sie sehen, eine kleine Auswahl aus etwa 30, 40 Texten, in denen programmatisch von Autoren, die doch zur österreichischen Literatur zu rechnen sind,
Positionen der neuen Sachlichkeit oder auch Kriterien der neuen Sachlichkeit verhandelt worden sind. Unter anderem auch, das war auch so eine en passant Entdeckung, die wahrscheinlich führende Verlag für die neue Sachlichkeit in Berlin, der Schmiede Verlag, in dem also auch wiederum Döblin eine maßgebliche Rolle im Hintergrund gespielt hat, wurde wesentlich von österreichischen Autoren mitbespielt in der ersten Phase der neuen Sachlichkeit zwischen 1925 und 1928. Die zwei Reihen Außenseiter der Gesellschaft sowie Berichte aus der Wirklichkeit sind etwa zu einem guten Drittel bis zur Hälfte mit Texten aus der österreichischen, zeitgenössischen österreichischen Literatur versehen gewesen. Weil er es schon mehrfach genannt wurde und meines Erachtens doch, wenn man es mir nicht immer sagen kann, aber in dem Fall denke ich schon, zu Unrecht kaum behandelt wurde in der Literatur- und Kulturgeschichte der Zwischenkriegszeit, möchte ich mich eben diesem einen Text von Leo Lania widmen, nämlich dem Text Grubengräber Dividenden, der 1925 erschienen ist. Da ist also auch das Cover von John Hartfield. Und ich gehe da noch wieder ein bisschen zurück. Aber und das ist zugleich der zweite sagen wir der zweite Text, der diesem Feld der Berichts- und Reportagetexte von Lanier zuzuordnen ist. Der erste Text war Gewehre auf Reisen, Ende 24, beide sind im Malik Verlag erschienen. Und während also der erstgenannte Gewehre auf Reisen als Beispiel einer investigativen Recherche einzustufen ist, das heißt unter Einbeziehung von zugespieltem, brisanten Material, den illegalen Verschub von Waffen aus Reichswehrbeständen hin zu den berüchtigten Freikorps nachzeichnet, ist der zweite in mehrfacher Hinsicht insofern interessant, als er, wie ich denke, auch Aspekte für uns hier von Brunngraber, die bei Brunngraber dann eine Rolle spielen, vorwegnimmt. Bereits das Auftaktkapitel in diesem Band Grubengräber Dividenden präsentiert sich programmatisch. Ein als Interview überschriebenes Gespräch mit einem Pariser Arbeiter in den Markthallen, der sein Gegenüber, den Autor, darauf aufmerksam macht, Frankreich, Zitat, nicht in Paris auf den großen Boulevards, Zitat Ende, aufzusuchen und verstehen zu wollen, sondern im vom Weltkrieg zerstörten Gebiet im Nordosten. Woraufhin dann der Autor beschließt, also seine ursprüngliche auf Paris fokussierte Frankreich-Erkundung zu verlagern, auch räumlich zu verlagern in diese Gegenden. Die Reise in diese kriegszerstörte Landschaft als atmosphärisches Erlebnis, als Sensationsangebot, nicht? Also er zitiert darin auch die Angebote, die hier in Paris an den Litfaßsäulen affichiert sind, nicht? Also Tagesausflug nach Arras und nach Cambrai und in diese Gegenden um so und so viel und so Kriegsgräber und alte Stellungen kann man da besuchen, über das sich auch Karl Kraus echauffiert hat, zu Recht, tritt rasch in den Hintergrund zugunsten einer sehr nüchternen, tatsachengestützten Konturierung dieser verwundeten, von Ruinen geprägten Welt. Es ist, so meine These, und ich glaube, der Text belegt das ganz klar, die Statistik, die gleichsam als gleichberechtigte Erzähl- und Berichtsinstanz nach wenigen Kapiteln zu Beginn in den Text eintritt. Der Untertitel lautet auch nicht zufällig, Zitat, ja, eine Geschichte in Zahlen. Und so ist auch ein Kapitel überschrieben. In diesem Kapitel tritt das anfangs präsente Ich, also wo man noch davon ausgehen kann, also wie das auch Kisch bei vielen Texten gemacht hat, etwa im Paradies Amerika, dass hier ein Ich eine Landschaft besichtigt und Informationen, Berichte liefert. Hier tritt das Ich fast völlig hinter die Daten und hinter das Quellenmaterial
zurück. Zunächst in der Flächendimension. Prozentwerte der von deutschen Truppen besetzten 10 Departements. Hinter der ebenfalls quantitativ unterlegten Bedeutung jener Departements für die französische Volkswirtschaft, weil wir vorher das mit dem Wirtschaftssoziologen dieses Schlagwort gehabt haben. Aufgeschlüsselt nach Sparten von den Erzgruben hin bis zur Zuckerrübenproduktion, was hier in den Departements, die hier von den Deutschen okkupiert und zerstört worden sind, hier alles passiert sei. Und das ist auch interessant, über weite Strecken, sogar dann als Zitat ausgewiesen, hinter eine geheime Denkschrift des General Ludendorffs aus dem Jahre 1916, der quasi einen großen Plan zur Ausplünderung dieser nordfranzösischen Landschaft nicht erarbeitet, sondern sich hat erarbeiten lassen, nehme ich an, und der erst Anfang der 20er Jahre auch in der französischen Übersetzung erschienen ist und natürlich verständlicherweise in Frankreich die Wellen hat hochgehen lassen und im Kontext auch dieser ganzen Kriegsschuldthematik, die Anfang der 20er Jahre ja auch ein wesentliches Thema war und der Reparationsforderungen eine ganz andere und neue auch Dimension gewonnen hat. Aus dieser Denkschrift, und hier gewinnt der Text vor dem Hintergrund eben dieser Debatten jener Jahre in Frankreich, werden von Lanier insbesondere jene Abschnitte herausgehoben, welche die Idee einer vorsätzlichen und nachhaltigen Zerstörung der wirtschaftlichen Infrastruktur, die, Zitat, die natürlichen Kriegsschäden um ein Vielfaches übertroffen hätten, Zitat Ende, deutlich machen. Ein Kommentar, der nur wenige Zeilen danach durch weitere Stellen aus dieser Ludendorff-Denkschrift Bestätigung erhält, wenn es dort heißt, quasi als Entschuldigung für dieses Programm einer systematischen Ausplünderung, Zitat, dass aufgrund mangelnder Sachkenntnis und Unerfahrenheit der ausführenden Organe die Industrieanlagen und Maschinen leider über das notwendige Maß hinaus zerstört wurden, Zitat Ende. Zum Vorschein kommt hierbei ein Zynismus im Bedauern, der mit dem Beispiel der Zertrümmerung aller mechanischen Webstühle, also sicherlich ein kriegsentscheidendes Moment, in der Gegend von Tourcoing und Lille, nur um ein paar Kilo Nickel oder Kupfer zu gewinnen, beispielhaft sichtbar wird. Das heißt, in Form eines besonderen Arrangements, hier für den Text in Form von Zitat, Erzählerbericht und Kommentar, den Text auch selbst strukturieren. Lanier merkt dazu an, Zitat, der deutsche Generalstab hatte dazu den glorreichen Grundsätzen der asiatischen Barbaren zurückgefunden. Diese Methode allerdings, gestützt auf die wissenschaftlichen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, bedeutend verbessert. Zitat Ende. Um solche Wertungen nicht als subjektive, unzuverlässige Meinungen im Raum stehen zu lassen, fügt Lanier umgehend ein ausgreifendes Kapitel unter dem Titel Das Werk der Zerstörungen an und zitiert also hier, vertieft hier wiederum dieses besondere Verfahren der Verknüpfung von Daten, von Kommentar und Quellen, die diese Daten bereitstellen. Was hier deutlich wird am Ende ist natürlich ganz klar, es war nicht nur schon der Krieg ein Bombengeschäft, um hier auch ein bekanntes Diktum zu formulieren, sondern vor allem auch der Wiederaufbau. Der Wiederaufbau, und das ist, kann man hier jetzt nicht entfalten, aber verläuft eigentlich nach denselben Prinzipien, dass sich hier eine Elite von Industriellen und Politikern zusammengetan hat und die Reparationszahlungen vor allem dazu verwendet hat, in die eigene Tasche die umzuleiten. Das wird also ein Beispiel der Kohlengruben von Lens, also die produktivsten für ganz Frankreich in dieser Gegend und deren Wiederaufbau etwa 5 Jahre gedauert hat, aber um ein Vielfaches, wenn man so sagen kann, überteuert war, dargelegt. Lanier ist darüber hinaus nicht zufällig, und jetzt komme ich dann schon langsam zum Schluss, mit seinem Buch Indeta, die Fabrik der Nachrichten 1928, das war auch, es erschien dann eben in dieser Reihe der Schmiede,
aufgenommen worden. Nachdem er zuvor 1926 eben diesen Programmessay Reportage als soziale Funktion, und das gibt schon eine klare Richtung vor, wenn man parallel dazu auch die Texte liest. Und das haben wir in diesem Ausmaß eigentlich fast bei keinem Autor der neuen Sachlichkeit als Bewegung, dass hier parallel programmatische Essays, Kritik von neusachlich verstandenen Texten und zugleich aber auch dann der Sprung über das Medium der Literatur hinaus vollzogen wird, indem er Hörspiele schreibt seit Ende der 20er Jahre und indem er in den Film geht und dort also auch 1929 mit Leon Victor Blum, seinem Schnitttechniker, experimentelle Montagefilme vorliegt und die aus der Bewegung von Ziga Werthoff wiederum, also hier auch dieses transnationale Moment, also Lanier, denke ich, wäre geradezu eine Schlüsselfigur, an der man dieses Moment sowohl eines transnationalen Blicks auf die neue Sachlichkeit, denn etwa die Hälfte seiner Besprechungen, wo es über Formen von Reportage geht, widmet sich der amerikanischen, der zeitgenössischen amerikanischen Literatur, beziehungsweise auf der anderen Seite, wo es über Berichte und über Montagetechniken geht, der russischen Literatur, etwa Fedor Gladkows Zement-Roman war da so ein Schlüsseltext, der 1927 erschienen ist und zwischendurch noch französische Reportagen. Also von daher denke ich, also entfaltet sich in den frühen Mitte der 20er Jahre ein Diskurs über die neue Sachlichkeit auch schon in Autoren, die bei Lanier natürlich vorwiegend in jenen Jahren in Berlin gelebt hat, aber deswegen ist er auch noch kein Berliner Autor geworden, nachdem er in Wien sozialisiert wurde und seine Anfänge und parallel immer für die Arbeiterzeitung in Wien diese Dinge veröffentlicht hat. Also insofern denke ich, dass ich mit diesem Plädoyer und mit dieser These schließe, dass die neue Sachlichkeit in Österreich eben auch ein transnationales, ein transmediales Phänomen war. Etwas, was in der bisherigen Debatte auch bei der Becker und anderen Experten der neuen Sachlichkeit ein wenig schwach belichtet worden ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich danke. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir haben Zeit zum Diskutieren. Vielleicht darf ich anfangen mit einer kleinen Bemerkung zu diesem Drama S von Schönherr. Was ich da auch interessant fand, ist die Besprechungen in der Arbeiterzeitung und in der Neuen Freien Presse, die sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Also die Arbeiterzeitung hat sozusagen die Position des Arztes übernommen, die medizinische Position, während in der Neuen Freien Presse dann doch die Mutter auch wieder verteidigt wird in ihren sozusagen humanen Zugang, der natürlich auch egoistisch, aber es wird sozusagen diese Frage der Eugenik da sehr verschieden beurteilt. Und also meine Frage wäre, ich meine, das ist in deinem Vortrag eigentlich schon ziemlich klar herausgekommen, aber es gibt ja auch eine ganz deutliche sozusagen politische Zuordnung dieser neuen Sachlichkeit. Oder täuscht das? Ja? Dass sozusagen die sozialdemokratische sozialistische Richtung mit dieser neuen Sachlichkeit sehr tief verbunden war. So vielleicht auch, ja, also ich meine auch, das war jetzt auch sehr wichtig, dass klar wird, dass neue Sachlichkeit nicht ein Phänomen, ein kleines Phänomen der Weimarer Republik ist, wie es ein bisschen den Anschein hat, wenn man Sabina Becker liest, die natürlich sehr verdienstvoll das aufgearbeitet hat. Aber das war jetzt sehr überzeugend und natürlich auch, dass es nicht nur ein Phänomen der Erzählprosa ist, sondern auch, dass andere Genres auch, eben besonders das Drama auch hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber eben die Frage nach dieser politischen Zuordnung, kann man das deutlich sagen, dass neue Sachlichkeit sozusagen politisch eindeutig
Also in Österreich zum Beispiel mit der Arbeiterzeit und der Sozialdemokratie in Verbindung stehen? Oder ist das, gibt es auch Gegenbeispiele? Das wäre so eine Frage, die sich mir. Ja, das ist eine völlig legitime Frage, gerade in der Besprechung. Ich habe die, war die nicht von König in der, oder was von Bach in der Arbeiterzeit? Das müsste ich nachschauen, dass ich jetzt nicht an die Frage erinnern, dass ich das mal. Es ist irgendwie ein merkwürdiges Phänomen. Also die, sagen wir mal, die strategische Ebene der Sozialdemokratie hatte große Berührungsflächen mit der neuen Sachlichkeit, ganz sicher. Im sozialen Wohnbau sieht man das. Man sieht es aber auch also in Aspekten der Kulturpolitik, etwa in der neuen Musikszene. Aber sie hatte, und da war, glaube ich, auch die Redaktion im Hinblick auf die Theater- und Literaturkritik ein wenig gespalten. Sie hatte eine ambivalente Position zu den Texten. Die neue Sachlichkeit ist ja auch bei einem der maßgeblichen Literaturkritiker, bei Fritz Rosenfeld, nie wirklich sehr gut weggekommen. Also die neue Sachlichkeit hat bei Rosenfeld eigentlich nur Klangfunktion, wenn sie auch irgendwie zumindest den Anschein von Dichtung transportieren kann und nicht nur diesen Berichtscharakter besitzt. Was ja bei einigen Texten ganz klar auch wird, aber Dichtung in dieser Zeit, 1931, natürlich auch ein Jahr nachdem Josef Roth Schluss mit der neuen Sachlichkeit proklamiert hat, geht ganz in diese Richtung. In dem Fall auch mit der Position, dass sie den Arzt verteidigt, vielleicht hängt das ein bisschen damit zusammen, dass ja etwa ungefähr zur selben, na, wenige Jahre danach, aber es hatte diese Hygieneausstellungen in Wien gegeben, Anfang der 20er Jahre. Und dieser Aspekt quasi einer Optimierung des im Gesundheitsbereich über Hygiene, über auch Geburtenkontrolle und über die Absenkung der Kindersterblichkeitsraten und dergleichen mehr, war wahrscheinlich ein übergeordneteres Ziel, als hier solche Positionen wie die natürlich auch im Stück selbst eigentlich, wenn man das liest, nicht begründet, außer ich bin jetzt Träger des Bacillus und folglich habe ich quasi fast im Sinne eines nationalsozialistischen Paradigmas die Aufgabe, die Nachwelt vor der Weitergabe dieses Bacillus zwecks Erhaltung eines gesunden Volkskörpers zu schützen. Nicht? Also so kann man das natürlich auch zuspitzen. Ich weiß nicht, ob damit die Frage, es ist eine ambivalente Position, es gibt viele Berührungsflächen auf der einen Seite, aber ich denke auch gerade innerhalb des Textfeldes, das dann verhandelt wird in der Redaktion, unterschiedliche Positionierungen. Lanier ist ja auch ein bisschen ein Außenseiter für die Redaktion, er war nicht direkt vor Ort, aber man hat doch immer wieder Texte von ihm platziert. Das heißt, also man hat ihn doch auch geschätzt und er hatte doch auch sozusagen seine Position innerhalb der Zeitung, was die Literaturkritik und auch die Filmkritik ein wenig auch angeht. Ja, danke, ja. Helmut. Das war vollkommen neu für mich. Also, ich wollte nicht in der Rechtsforschung kommt, aber es wird anders ausgesprochen. In der Rechtsforschung wird heute immer von Leolandia gesprochen. Ja, habe ich begriffen, dass es auch mit Julia. Ich habe zwei Fragen über, was heißt denn eigentlich minimalistische Sprache? Das erste und dann dieser großartige Artikel Sein ohne Schein. Ja. Was muss man sich darunter vorstellen? Minimalistische Sprache lässt sich vielleicht, also da müssen Sie natürlich das Stück mal einfach lesen. Es ist ein Stück, in dem
es quasi fast keine ausformulierte dramatische Thesensprache gibt, sondern es werden quasi nur formelhafte, zum Teil auch Satzfragmente ausgetauscht zwischen diesen beiden Protagonisten, Mann, Arzt und seiner Gattin, der Frau. Das ganze Stück hat im Druck, glaube ich, 45 Seiten, 40, 45 Seiten. Es entsteht keine, das, was man vielleicht eine Konversation oder ein Austausch an Positionen, sondern die stehen sich einfach fast unversöhnlich gegenüber von Beginn an. Sein oder Schein ist der Titel eben einer Besprechung, in dem sich Lania oder Lania mit zeitgenössischen amerikanischen Texten auseinandersetzt und versucht also auch diesen Brückenschlag zwischen Romanprosa und dokumentarischen Techniken an diesen herauszuarbeiten. Ich kann Ihnen den Text gern zuschicken. Ja. Ja, gut, ja, dann ich glaub, nein, zuerst war ja, man sieht. Ich finde es eine interessante Frage, es hat ja auch gerade nicht nur Literatur geschrieben, sondern auch über Literatur geschrieben. Gibt es eigentlich irgendeine Art von Austausch zwischen, jetzt über die Aufgabe des Lania oder Lania, gibt es da eigentlich irgendeine Verbindung zwischen Tongrader und Lania? Und dann würde ich gerne auch das auf was Bezug nehmen, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, nämlich in dieser Anfang der 80er Jahre oder in den 1980er Jahren, gab es eine Wiederentdeckung Tongrabers. Ich kenne jetzt diesen Beitrag von Schmidt-Bender im Band von Fritz Stadler über den statistischen Roman über Tongraber. Aber was heißt eigentlich Wiederentdeckung? Also sind da Werke wieder aufgelegt worden? Hat da irgendwie die Rezeption zugenommen? Mir ist das unbekannt. Also mein Eindruck ist das nicht. Ich kann mich erinnern, ich war vor ungefähr 15 Jahren bei einer Veranstaltung im Literaturhaus über Tongraber. Und da gab es im Hinblick auf Tongrabers Biografie eher eine sehr kontroverse Runde. Dieses meines Wissens nach umfangreichste Werk zu Tongraber ist ja diese Dissertation von Ursula Schneider. Das ist eine sehr voluminöse Dissertation. Und bitte? Dissertation, ja. Also, und die ist nicht, ist ja, glaube ich, nicht veröffentlicht worden. Dissertation bestehen geblieben und die schreibt, dass es zum Beispiel, was die Biografie von Tongraber betrifft, eigentlich gar keinen richtigen Zugang gab zu dem Nachlass, dass der Nachlass ausschließlich über die damals, glaube ich, noch lebende Frau von Tongraber stattgefunden oder Tochter stattgefunden hat. Und in dieser Veranstaltung im Literaturhaus gab es eine große Kontroverse um die NS-Zeit von Tongraber, gab es sehr unterschiedliche Positionen dazu. Also wenn jetzt von Wiederentdeckung die Rede ist, kann ich gerne wissen, ob sich da irgendwas getan hat, ob es da jetzt einen Nachlass gibt, den man anschauen kann. Weil mein Eindruck ist, dass alles oder sehr viel, was wir über Tongraber biografisch wissen, auch dieses Zitat, das Caro ja am Anfang gebracht hat, eigentlich von Tongraber selbst stammt. Also dieses Zitat stammt ja aus diesem Nihilismusbuch von Tongraber, aus dem Beitrag Roman und Gesellschaft. Das sind ja alles Selbstdarstellungen. Also gibt es eigentlich so etwas kritische, das ist jetzt nicht direkt zu Ihrem Vortrag, ich weiß, aber weil dieser Begriff gefallen ist, der Wiederentdeckung, gibt es eigentlich so etwas wie einen kritischen Zugang, der sich nicht nur auf die Selbstdarstellungen stützt? Also Tongraber, Wiederentdeckung ist vielleicht ein großes Wort, ja. Das muss man vielleicht relativieren. Aber ich habe zurückgedacht an meine eigenen Anfänge. Ich habe 1980 mein Studium zunächst abgeschlossen gehabt. Und am Ende des Studiums ist überhaupt der Name Tongraber mal aufgetaucht, als der Schmidt-Engler in Klagenfurt den Gastsemester hatte. Wenn man sich auch zeitgenössische Darstellungen zur österreichischen Literatur ansieht oder überhaupt zur deutschsprachigen Literatur, kam der Name Tongraber
in den einschlägigen Texten zwischen 1960 und 1980 eigentlich nicht vor. Insofern würde ich sagen, handelte es sich um eine Form von Wiederentdeckung, die also natürlich nicht mit einer kritisch fundierten Auseinandersetzung, auch weil, ja, ich habe auch nur so gehört, der Nachlass sei irgendwo verschollen oder nicht zugänglich. Und das waren vielleicht auch Signale. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so war. Ich habe mich da auch nicht intensiver damit auseinandergesetzt. Ja. Aber auch nicht so einfach. Also nicht ja. Ja. Sind Sie das Glück? Es ist so, der Grundglauben hat der Willis den Karl-Zier. Ja. Und der hat auch rausgegeben, eigentlich seinen letzten Rang. Der zum Großteil Autobürger abgeschickt. Und es ist so, dass Willis dort sind ja zufrieden ist. Zier war selbst bei der Nachkriegszeit aufgestiegen, ist der sozialistischen Schriftsteller, der Scherf hat damals nicht gewusst, der Bezirk beauftragt, er braucht eine Liste von sozialistischen Schriftstellern, Bezirk beauftragte, der war in der Erwachsenenbildung tätig und war mit Ron Graber befreundet. Und ist eigentlich nicht fertig geworden, der Roman, der war sehr autobiografisch ist, aber destruktiv. Der Hauptdarsteller, der ist sicher davon drauf sitzt, will sie auch da umbringen und ist eigentlich, also auch im Nachlasszirk ist sicher einiges gekommen. Und zur Wiederentdeckung nur eines. Es ist so, immerhin ist Karl und das 20. Jahrhundert, also es ist ja nur von Casimir Hedgebild aufgeregt worden nach dem Krieg kurz. Bombastisch, sondern der Enzensberger hat es aufgenommen in die andere Bibliothek. Ja, aber das ist und deutlich später. Das ist ja, die Lena-Ausgabe. Ja. Und ist später wieder zweimal aufgenommen worden. Ja. Die Lena-Ausgabe. Irgendwo geht das dahin, aber mit dem vergönnischen Recht, das ist richtig reingeklagen oder in den Brunnen, aber nicht. Außer ja, das habe ich auch nicht behaupten wollen. Nicht? Aber zur Frage, zur Frage Brunngraber und Lania, nicht? Das war noch der zweite da. Ja. Also im Unterschied zu Brunngraber gibt es einen Nachlass bei Lania und das sind etwa 60 Kisten, die in Wisconsin liegen. Und da bin ich auch über eine Woche gesessen. Und das, aber 60 Kisten waren natürlich nicht abzuarbeiten. Aber das war schon, und die biografischen sozusagen, diese Dokumente und Kontakte sind dort auch nicht wirklich haben keinen großen Bestand in diesen. Also er hat manisch Zeitungsausschnitte gesammelt und es gibt also die ganzen Typoskripte, die natürlich auch interessant sind, oder nicht alle, sagen wir nicht alle, aber sehr viele, und vieles, was dann im Exil, im amerikanischen Exil entstanden ist. Aber zu diesem Kontakt ist mir nichts in Erinnerung. Man müsste da vielleicht nochmal nachschauen. Es gibt einen sehr detaillierten Katalog, der auch online zugänglich ist, ob hier Lania dann überhaupt das irgendwo fassbar wird. Ich vermute, dass der Name und die Figur des Lania schon auch in Wien, denn als er 1933 auf einem Wink hin nach Wien geflüchtet ist, weil seine Wohnung am nächsten Tag durchsucht wurde von der Gestapo und er einen flammenden Appell in der letzten Nummer des Tagebuch veröffentlicht hat für diese Volksfront gegen den Nationalsozialismus, und im Völkischen Beobachter dann ein Programmessay, wir eröffnen den Krieg gegen die Juden, genau mit Bezugnahme auf Lania
hat er in Wien gesprochen. Und da sind laut Bericht der Arbeiterzeitung 1500 Leute gekommen. Also die Resonanz, also die Salania muss schon eine gewisse Instanz auch im Hintergrund gewesen sein, auch innerhalb der österreichischen Sozialdemokratie. Mehr kann ich dazu aber so, im Moment nicht sagen. Also ganz kurz noch zu dieser Wiederentdeckung, also Sie kennen davon, wie man über Wiederentdeckung nennt, aber Buchhändler wurde, glaube ich, der Kram 1978 wieder aufgelegt, das heißt, genau, ob man da Wiederentdeckung oder nicht, das ist, aber die haben sicherlich ein Publikum dafür vorgestellt, also der Verlag ist. Also das ist auch eine Art Wiederentdeckung, so wie Schmidt-Einberg daneben zu haben, mit dem Text auch. Mit der Germanistik. Okay, was ich fragen wollte, also das ist, es geht hier in der Darstellung um die österreichische Neuseitigkeit. Und da war eine interessante Formulierung, wie diese die eigenwillige österreichische Neuseitigkeit Konfigurierung. Und also was ist da dann eigenwillig und was ist das Spezifische daran? Also das wäre eine Frage. Und die zweite, die haben eine Anmo gesucht für Neuseitigkeit, der Ausdruck und dann die Zeitraum 25 bis 32 eingegeben. Meine Frage, warum 25, was fängt da an und was endet 32? So, dann ist zum Beispiel Burggrabe, das ist Dezember, glaube ich, 32 erschienen, aber mit dem Datum 33, also kaum drinnen zum Beispiel. Also, warum wieder 25, 32? Also, was heißt das für eine Sachlichkeit? Eben dieses Moment des Eigenwilligen verstehe ich in diese Richtung, dass hier die neue Sachlichkeitsdebatte in Österreich also nicht nur den Ausgangspunkt bei der Kunstausstellung, bei einer Kunstausstellung genommen hat und sich dann auf die Literatur, auf literar-ästhetische Verfahrensweisen verlagert hat, sondern dass es eben gerade in der österreichischen Szene viel breiter aufgestellt war. Die Hinweise auf die Bühnenarchitektur, auf die Theaterausstellung von 24 belegt das, also 24, 25. Dann aber auch die Debatten in der Musik. Es gibt also mehrere programmatische Essays, die also in den, die für die Literaturwissenschaft eigentlich kaum Belang hatten, indem sie nie rezipiert worden sind, über neue Sachlichkeit in der Musik. Aber immerhin in den Musikblättern des Anbruch, das war doch die führende deutsche oder deutschsprachige Musikzeitschrift schlechthin in der Zwischenkriegszeit. Also das hatte einen Prominenzfaktor, heute würde man sagen Impactfaktor, ohnegleichen für Musikdebatten und musiktheoretische Debatten. Auch dieser Aspekt, dass hier etwa über den Lanier oder Lanier diese Auseinandersetzung mit anderen Literaturen immer wieder auch zur Schützung des Aspekts der neuen Sachlichkeit herangezogen oder mitbemüht wurde, um eben gerade diesen Aspekt der sozialpolitischen Akzentuierung auch, dieser operativen Ausrichtung und nicht nur als quasi eine Bewegung, die sogenannte Stabilisierungsphase in der Weimarer Republik begleitet. Da in diese Richtung würde ich das sehen. Das war die, glaube ich, erste Frage.
Die zweite war jetzt, haben wir über die Eingrenzung. Nach der Eingrenzung. Nein, ich will jetzt das einfach, das war ja rein willkürlich gesetzt, so für heute. Es fokussiert sich zwischen 25, wenn man das im Anhang das Stichwort eingibt, zwischen 25 und 32. 33 gibt es einen markanten Abfall bei den Eindringen. Hört nicht auf, hört nicht ja. auf, die neue Sachen kennt, bis natürlich auch nicht. Noch etwa ab 33, deswegen weniger werden dann die Papiere nicht. Und dann diese Transkription, die funktioniert. Also, das ist auch ein bisschen. Weniger Zeitschriften ab 33 und im Spektrum. Wo du die Arbeit sowieso zu Ihnen. Können wir uns dazu anmelden? Ja, du bist eh der Nächste. Aber. Ja. Okay. Ja, gut, genau, bitte. Also zu Arno direkt, der Walter Schübel, der ja Anton Pur herausgegeben hat und sehr viel mit Arno sich beschäftigt ja. hat, er sagt, er hat eine Trefferquote von 60%. Ja. Also wenn er nach Kuh sucht, findet er Arno 60% der Texte, die es gibt. Ja. Das wird wahrscheinlich auch, das ist nicht alles geliebt. Ich habe zwei Kommentare. Das erste ist eine Ergänzung. Ja. Also mir hat es gut gefallen mit Transmedial und bezüglich zur Architektur und so weiter. Aber ich würde halt irgendwie manche Brüche nicht gern kicken dadurch, dass ich neue Sachlichkeit als neuen Überbegriff nehme. Beispiel in der Architektur, die Debatte zwischen dem Bauhaus und Josef Frank. Ja, das gibt es schon sehr früh. Frank ist sehr ablehnend gegenüber dieser ganz rationalen Form von Architektur, wo der Architekt alles bestimmt und quasi in einer Form von der nennt sogar totalen Planung dann vorgibt, wie das sein soll. Frank war aber gleichzeitig ein wichtiger Vertreter des Wiener Wohnbaus, mehrere Gemeinde brauchen es in Berlin. Und da gab es auch Projektionen und Spannungen. Ne? Also da muss man jeder sozusagen politisch das vereinnahmen, noch architektonisch, dass das alles eines größter neuen Sachen war. Das hätte ich gerne ergänzt. Und die Frage, die ich habe, ist hier mit so einem Iolania Kumpriver, den ich kenne, den Roman jetzt nicht. Ich habe mir irgendwie angeschaut, die Populärpublikationen vom Gesellschafts- und Wirtschaftsmuseum, ja, die über die Weltwirtschaftskrise berichten. Und im Bunkerer Roman, einer der größten Unterschiede war die Skepsis und die Rhetorik der Zurückhaltung und Distanz beim Museum. Ja, also die schreiben ganz oft dazu, wir wissen eigentlich gar nicht, wie die Arbeitslosenzahlen in den USA sind. Warum? Die haben keine Arbeitslosenzahlen. Ja? Wir schätzen das. Es sind bestimmte Schlussfolgerungen aus diesen Statistiken möglich, ja? Mit den und den Gründen. Ja? Und die Präsentation der Statistik bei Bunkerer ist sehr empathisch. Ja? Also es wird gerundet und es wird so ein Wirbelsturm, eine Maschine, die über die Welt rüberrollt und in den USA ihren Anfang nimmt und so weiter. Und daher die Frage, wie ist das bei Lania oder Lania? Setzt ja auch Distanz zur Statistik ein, zur Datenerhebung, zu vielen Sachen, die man hier wirklich nicht wusste zu der Zeit. Ja, zunächst zur ersten Frage, also ich gehe da d'accord, natürlich, also die, wenn man über neue Sachlichkeit spricht, kann man jetzt nicht alles für sie in einem positiven Sinn veranschlagen oder vereinnahmen. Aber allein der Umstand, dass es Debatten gegeben hat, die in denen sozusagen neusachliche Paradigmen eine Rolle gespielt haben, ob man jetzt zu ihnen steht oder ob man sie eher versucht, also zu diskreditieren auch, nicht, ist ein Indikator für mich, dass das eine Rolle gespielt hat, dass das ein Dispositiv oder ein Narrativ der Zeit war. Insofern glaube ich, können wir da das auch da beide damit gut leben. Die Präsentation der Statistik, also ich habe es auch nicht verifizieren können, nicht? Ich vertraue einfach, indem er jetzt zum Beispiel sagt, also das ist Zitat und er weist das als Zitat aus, in Anführungszeichen, im Text aus dieser Denkschrift von Ludendorff. Und er gibt auch zwei, drei so Anmerkungen im Text. Es ist nicht als Roman ausgewiesen, sondern einfach nur Grubengräben-Dividenden ist der Titel ohne eine Genrebezeichnung sozusagen. Eine Geschichte in Zahlen kommt dann so eher klein irgendwo innen vor und ist dann auch gleich, weil es auch die Überschrift eines Kapitels ist. Präsentation der Statistik, also man kann da man müsste da auch wiederum zu wahrscheinlich einen Nachlass gehen, denn es gibt jetzt wohl auch eine Dissertation von Schweiger, glaube ich heißt er,
über Lanier, die vor einigen Jahren erschienen ist, eines Historikers, glaube ich, in Wien, bei Mandelbaum veröffentlicht. Die hat in diese Richtung auch keine weiteren Aufschlüsse mir geboten. Aber die Zahl, es gibt also diese Anmerkungen, dass hier Quellen zitiert werden, französische Quellen in erster Linie, weil es ja eben um die Zerstörungen in diesem nordostfranzösischen Kriegsgebiet geht und die Ludendorff-Denkschrift. Und diese Quellen sind auch angeführt? Sind angeführt, ja. Manchmal in Fußnoten und manchmal direkt also im Text. Also jetzt zitiere ich quasi aus dem, oder so steht es bei Ludendorff. Bitte? Ein Sachbuchcharakter, ja, ja. Also zum Wiederaufbau, so ist eine Frage, das ist ja 25, das ist zu früh, glaube ich, nicht? Ja. Ja. Vielleicht hat das Museum sich dann auf Lanier gestützt. Ja, wir haben noch drei Wortmeldungen. Ja, ich habe schon bis der letzte. Drei Wortmeldungen haben wir noch und dann machen wir einen Ausgang. Also, wir haben eigentlich nur noch 3 Minuten, aber es geht ja. Das war. Ich würde fragen, was sagt man, es gibt zwei Dinge, die immer wieder zur Sprache kommen, die mir irgendwie im Widerspruch zueinander so stehen können. Das eine ist, Sie haben das ja angesprochen bei diesem Theaterstück, eine reduzierte Sprache, eine sachlich, kühl, distanzierte Berichtsform. Und auf der anderen Seite, auch wenn man sich dann Brunngraber zum Beispiel anschaut oder andere Beispiele für so eine neue Sache in der Literatur, dann ist das, was dort passiert, auf den ersten Blick das genaue Gegenteil bekommen. Also es kommt zum Beispiel, Statistik ist gebracht worden, es wird Ironie oder Emphase als Stilmittel eingesetzt, es wird offensichtlich, es werden funktionale Zusammenhänge beschrieben, es werden kausale Faktoren beschrieben, es wird in einer unglaublich komplexen Art und Weise ein einzelner Sachverhalt in einen Kontext gelegt. Also das heißt, meine Frage wäre, steht neue Sachlichkeit in diesem Sinn nicht in einem Spannungsverhältnis oder geradezu, ist sie geradezu das Gegenteil von Realismus, also von einer Idee, einfach die Welt so zu beschreiben, wie sie ist. Man hat da einen Sachverhalt, der besteht aus bestimmten Dingen, die man direkt an zum Sachverhalt ablesen kann, während das, was die neue Sachlichkeit macht, kommt mir vor, im halben Grundlauf, aber auch gar nicht, also Brecht und der Originat und so weiter, sie beschreibt den Sachverhalt anhand von Dingen, die man eben gerade nicht sieht, wenn man nur den Sachverhalt sieht. Also würden Sie auch sehen, dass da ein Spannungsverhältnis ist? Wie verhalten sich diese beiden Narrative zueinander? Also das kühl distanzierte, einfache, nur beschreibende und diese andere Seite mit Statistik, mit Kausalzusammenhängen, funktionalen Zusammenhängen, Kontextualisierung, auch emotionaler Darstellung, ironischer Darstellung, ironisierender Darstellung. Sie machen ein großes Fass auf, ja, mit dieser Fragestellung. Ich glaube, das lässt sich nicht so auf den Punkt bringen. Nicht? Helmut Leden hat auch zur neuen Sachlichkeit gearbeitet bei der Becker. Ich glaube, von der Becker, bei aller Kritik an ihr, kann man ganz gut diese 15 Kriterien, die sie mal aufstellt und durchdekliniert und die ja selbst ja auch immer wieder Reibungsflächen mit anderen Kriterien dann ergeben und sichtbar machen. Da kann man also anhand dieses Katalogs, ich glaube, den halte ich schon für ganz gut, sich mit der neuen Sachlichkeit am Beispiel der Texte auseinandersetzen. Also Hermann Kestens Glückliche Menschen ist ja auch ein Roman, der als ein Schlüsselroman der neuen Sachlichkeit gilt.
und in dem sozusagen keineswegs etwas, was Sie also zum Beispiel die Entindividualisierung, nicht? Also auch Arbeitslose, ein Arbeitsloser, der aus den sozialen Zusammenhängen geworfen wird, verliert ja nicht seine Individualität, nicht? Also es wird auf eine, das, die hat sich in anderen Kontexten jetzt neu zu formieren, zu behaupten und ist mit anderen Konfliktszenarien konfrontiert. Also die, das lässt sich, oder Antipsychologismus, nicht? Ist auch nicht eine Kategorie, die wahrscheinlich auf alle Texte anwendbar ist. Also man muss hier sehen, also welche Verfahrensweisen und allein der Unterschied, wie die Reportage eben von Kisch in dem Vorwort zum rasenden Reporter im Unterschied zu anderen Texten von Kisch auch zur Reporterinstanz schon gesehen wird. Und Lanier, der eindeutig eine soziale Funktion und in der sozialen Funktion bedeutet es ja auch eine Verteidigung jetzt auch der Ansprüche des Menschen auf wahrgenommen werden in sozialen Verhältnissen etwa. Also Dinge mit ins Spiel, die es de facto fast verunmöglichen, eine Definition auf das, Sie wollen ein bisschen darauf hinauf, was ist jetzt die neue Sachlichkeit, nicht? Zu liefern. Also man muss sich durch diese Textfelder und durch die Stellungnahmen einfach durcharbeiten und da sieht man, dass es gewisse Affinitäten gibt, gemeinsame Schnittflächen, aber auch Bereiche, in denen sehr unterschiedlich argumentiert wird. Ja, wenn ich da nur ganz kurz was dazu sagen kann, also zu Brecht, ne? Brecht definiert ja eigentlich das Funktionale genau im Gegenzug zu vielleicht einem naiven Neusachlichkeitsbegriff. Und Brecht hat ja nicht diese Parodie auf die Neusachlichkeit, die 700 intellektuellen Gegnern Rüttern Kahn geschrieben hat. Und ungefähr in der gleichen Zeit gibt es diesen berühmten Satz von Brecht, die Wirklichkeit ist in Funktionale gerutscht. Also eine Fotografie eines Konzerns ergibt keine Ausschlüsse über diesen Konzern. Ja? Die Wirklichkeit ist in Funktionale gerutscht. Also da wird es sozusagen eher kontrastiv verwendet, ja? Funktionalität, ja? Sachlichkeit. Also insofern ist es vielleicht manchmal auch, ich meine, dieser Katalog, ja, hat vielleicht manchmal auch ein bisschen den Effekt, dass diese Widersprüche oder die, also sozusagen auch die Reibungszonen innerhalb der Diskussion ein bisschen verdeckt werden, ja, also oder harmonisiert werden. Ja, wollen wir dabei noch besser? Auch zum Beispiel, ja. Er hat sich ja direkt an Neurath benannt im Exil, um ein gemeinsames Projekt zu starten in Richtung antimetaphysischer Sprachreform. Und diese Kooperation setzt sich fort im US-Exil im Zusammenhang mit Hans Reichenbach. In der Beratung zum Naivität. Das heißt, man kann schon fragen, ist der Brecht, und das ist in dem Vortrag, mit dem ich vollkommen zustimme, seine Haltung der neuen Sachlichkeit, also transnational und vielleicht auch transdisziplinär und transversal, ob der Brecht als Prototypen sieht im Bereich der Literatur, Sie haben ihn ja gelistet, oder ob das auch diese Ambivalenz, die angesprochene, ergibt im Zusammenhang mit einer Testscheidung. Also als Prototyp würde ich ihn da nicht sehen wollen, nicht? Also ich denke, aber seine Stücke und die Konzeption des epischen Theaters ist ja auch wahrgenommen worden eben in der Theaterkritik als eine Form neusachlicher oder sachlicher Ästhetik, nicht? Also, und dass diese Kooperations, diese Idee mit Neurath ist mir unbekannt,
danke für den Hinweis. Aber finde ich auch interessant. Und Brecht ist ja auch bekannt dafür, dass er oft Positionen vertritt, die er dann auch ein bisschen subversiv selbst unterläuft, nicht? Also in den Stücken selbst nicht. Aber der Gebrauchswertcharakter, nicht? Eine typische Form, die also bei der Bäcker gelistet ist, nicht? Ist ja doch nicht, also wozu ist der Schillersche Wallenstein heute noch gut? Nicht? Etwa ist das eine Frage bei Brecht in den Notizen zum epischen Theater. Kurze Frage, den Grinde ist sehr kurz. Also man wird bewusst mit der Einsachlichkeit sich von davor sehr ausbreitenden herrschenden Expressionismus. Es ist dezidierter Anti-Expressionismus, das auf jeden Fall. Ja. Es ist ja auch so, wenn man jetzt den Lyrik denkt, ja, also der Kramer hat ohne Zweifel neue Sachlichkeitsgewicht geschrieben. Auch der Kästner hat sie geschrieben. Und dann hat es gegeben. Aber die haben das bewusst auch gemacht. Es gibt das Gedicht von Kramer, das er eigentlich beendet hat. Faschisten schreibt das ja, im Exil schreibt das, das war ja damals der. Und dort drinnen kommt er schon drinnen vor. Also gegen diese klausulierten Worte, gegen diese psychologisierende Darstellung, sondern auch, ob nicht vielleicht, aber das ist nur eine Vermutung, ich kenne mich da nicht aus, die neue Sachlichkeit, die bewusst entgegen. Also in der Literaturwissenschaft wird das, glaube ich, so gesehen, dass, die, dass hier die neue Sachlichkeit sich dezidiert gegen diese expressionistische, sich irgendwie totlaufende Attitüde Anfang der 20er Jahre. Ja, diese Pathos. Ja. Das, ja. Diese Passage ist in dem Gebiet drin, dann wird er, glaube ich, das ist gegen Wein gemeint. Ja. Ich möchte eigentlich für die von dir betonte Internationalität und Transnationalität und langes Interesse für fremde Literatur und so weiter. Nur eine kurze Bemerkung, ich habe es gerade gelesen von der Deborah Cohen, dieses Buch Last Call at the Hotel Imperial. Das ist gerade im letzten Jahr rausgekommen, diese amerikanische Historikerin schreibt so eine Kollektivbiografie amerikanischer Auslandskorrespondenten, die zum Teil in Wien oder in Berlin und sonst wo gesessen sind. Und zwar sagen die, dass die offenbar irrsinnig gut vernetzt waren mit einer Menge Leuten hier in Wien und große Sympathie für solche Sinn. Ich weiß das nicht. Nur viele von denen haben ja dann die FIDs ausgeschrieben für die Leute, die ins Exil gehen mussten. Ja? Und die Cohen ist natürlich eine Historikerin, aber die beschreibt dann und war ein paar Texte, die verfasst haben. Dieser John Gunther, der mir vorhin gesagt hat. Aber wie sie die Texte beschreibt, das entspricht genau dem, wie du eben die Bücher vom Lavia beschreibst. Also das würde man dann auch als neue Sachlich, also Statistiken mehr verwenden, etc. etc. Also genau das scheint doch internationale Schreibweise gewesen zu sein. Mhm. Mhm. Genau. Ja, Frage an dich und zwar an Leolandia. Ist er nicht bekannt geworden, vor allem, wer sich 1923 oder 1922 Zugang zu ihm hat? Ja, ja. Und gerade dann in den Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre hat man gefragt, wer ist dieser Mann eigentlich? Oder haben sie direkt so wenige interessiert und ab anderen im Mittelpunkt des Interesses und unsere Aufruf und wieder nach Anja 32 von Wikipedia, wo auch die 100 Leute im Konzert waren, war, glaube ich, ein Vortrag über Hitler, weil er eben sich in allen Fallwaffenmethoden, wir haben gesagt, eingeschmuggelt hat und Hitler ja erlebt hat, weil sofort diesen Neuer Putschen wünschen und danach. Und es hat ja wenige Biografien gegeben, es gibt, glaube ich, der Konrad Heiden ist dann auch sehr deutlich, was der wird, das jetzt nicht so aus dem Fokus, also genau. Und der Jordanier war dann auch ein Gerias Mann. Wer ist eigentlich dieser Hitler, der jetzt so also, auch kommt, wie politische
Es gibt es, ja. Deutschland und deine Totengräber. Genau. Als Bruder Mussolinis hat er sich dort eingeführt, nicht? Gewehre auf Reisen hat ihm einen Hochverratsprozess eingetragen. Und Tucholsky und Co. haben zugunsten Lanias oder Lanias interveniert. Und mit großer Zurückhaltung hat auch die österreichische Gesandtschaft, weil er österreichischer Staatsbürger war, in Berlin intervenieren müssen. Was ja gar nicht so ihnen eigentlich genehm war, weil Lanier überhaupt der erste Vorsitzende der KPÖ in Österreich gewesen war und ihr erster Dissident 1919. Das muss man ja auch. Aber also er war sicher 1933 bekannter, dieses Bonmot, wer kennt, wer ist Lania als man da als dieses von dir erwähnte Bonmot ganz sicher bekannter. Er war auch noch bei der Verfilmung der Dreigroschenoper mit dabei, mit Peter Barsch, bevor das ganze Projekt ja dann irgendwie. Also da hat es ja auch große Debatten gegeben. Also bis 1933 war er und auch danach im Exil, im Französischen als auch im Englischen zuerst und bevor er dann in die USA gekommen ist, hatte er ja doch wiederum andere Bücher publiziert, die auch in gleichzeitig, also damals auch auf Englisch zunächst erschienen sind. Also die ersten englischsprachigen Publikationen über die Exilsituation kommen von Lanier 1934. Ja.